Das LED-Plug-Hündchen ist ein handliches Helferlein zum Testen von Schaltungen. Das hier gezeigte hat 9 LEDs mit einer gemeinsamen Anode und einzeln angesteuerten Kathoden. Man kann aber auch die Kathoden zusammenfassen und eine x-beliebige Anzahl von Anoden mit Signalen ansteuern. Auch die hier vorgestellte Anzahl der LEDs ist unverbindlich. Da jede LED ihren eigenen Vorwiderstand hat, ist es völlig belanglos, wie viele LEDs auf der Platine sitzen. Einzig das verwendete Netzteil begrenzt den maximal verfügbaren Strom. Auch diese Schaltung ist frei nach Schnauze auf einer Lochrasterplatine gelötet. Ich bevorzuge die Einfachheit der fliegenden Verdrahtung. This LED board is a handy little tool for testing circuits. The version shown here has a common anode connected to the supply voltage and 9 individually controlled cathodes, but it is no challenge to reverse the concept and build a version with a common cathode connected to ground level and as many individually controlled anodes as you like. Depending on your individual requirements, you can use more or less LEDs without problems. Each LED has a separate resistor, so it does not matter how many LEDs are used on the board. Only the power supply determines the available current. As you can see, the circuit is built on a dot matrix PCB. I prefer simplistic design over less environment-friendly solutions.